Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Top 30 Witze. Und heute hören wir uns einfach mal ein paar tolle Arbeitswitze an. Fangen wir ganz einfach vorne an. Wir können Sie nicht einstellen. Leider haben wir keine Arbeit für Sie. Och, das würde mir eigentlich nichts ausmachen. Auch geil ist der hier. Gib bei der Arbeit immer 100%. 12% am Montag, 23% am Dienstag, 40% am Mittwoch, 20% am Donnerstag und 5% am Freitag. Du, sag mal, was hindert dich eigentlich daran, bei der Arbeit du selbst zu sein? Tja, das Strafgesetzbuch. Habe am Samstag ein Mädchen kennengelernt. Sie meinte, sie ruft mich direkt nach der Arbeit an. Die Arme, ne, die arbeitet jetzt schon seit 72 Stunden. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Wer keine Fehler macht, der wird befördert. Mal drüber nachdenken. Wir suchen einen Mann, der sich vor keiner Arbeit scheut und niemals krank wird. Okay, alles klar, stellen Sie mich ein, ich helfe Ihnen suchen. Chef, ich komme Montag etwas später zur Arbeit. Okay, wann kommen Sie? Dienstag. Ein Bettler läutet an der Wohnungstür und bittet um eine milde Gabe. Hat Ihnen schon jemals jemand Arbeit angeboten? Fragt die Dame des Hauses. Einmal, gnädige Frau, sonst waren alle Menschen immer sehr freundlich zu mir. Der Doktor zum Patienten. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Sie haben höchstens noch 3 Wochen zu leben. Boah, na Gott sei Dank, Herr Doktor. Ich dachte schon, ich müsste morgen wieder zur Arbeit. Ich arbeite voll. Ja, ich auch. Anders ertrage ich die Kollegen nicht. Der Chef wundert sich. Nanu, ich denke, Ihre Schwiegermutter wird heute beerdigt. Und Sie sind hier im Büro? Mitarbeiter. Chef, Sie kennen doch meinen obersten Grundsatz. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hier eine kleine Anekdote aus Die Simpsons. Marge. Homer, die Arbeit hat angerufen. Du warst heute schon wieder nicht da. Und wenn du Freitag nicht da bist, sollst du Montag gar nicht erst kommen. Juhu, ein 4-Tage-Wochenende. Na, wie ist deine neue Arbeitsstelle? Wie im Paradies. Ehrlich? Ja, ich kann jeden Tag hinausgeworfen werden. Chef, wir haben eine ganze Menge Post aufzuarbeiten. Das ist bestimmt Arbeit für Wochen. Was schreiben Sie zuerst? Sekretärin, meine Kündigung. Sie wollen einen Posten in unserer Firma. Was können Sie denn? Ja, nichts. Tut mir leid, die hochbezahlten Positionen sind alle schon besetzt. Der Tag eines Elektrikers. Mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, dann in die Dose fassen und ein Gewicht bekommen. Chef, darf ich heute 2 Stunden früher Schluss machen? Meine Frau will mit mir einkaufen gehen. Was? Kommt gar nicht in Frage. Oh, vielen Dank, Chef. Ich wusste, sie wird mich nicht im Stich lassen. Beim Vorstellungsgespräch fragt ein Mann als erstes, wie viel verdiene ich denn so? Naja, so ungefähr 500 Euro im Monat. Ach, das ist aber wenig. Das wird aber später mehr. Ah, gut, dann komme ich später wieder. Der Chefdekorateur zum neuen Lehrling. Ich schätze es zwar, wenn meine Leute schnell bei der Arbeit sind, aber die letzte Schaufensterpuppe, die du ausgezogen hast, das war unsere Chefin. Jedermann zum Chef und beschwert sich. Ich glaube, ich werde nicht entsprechend meiner Leistung bezahlt, sagt der Chef drauf. Das mag ja sein, aber wir können sie ja schlecht verhungern lassen. Die Eierwette. Der Chef kommt am Freitag zur Arbeit und neben seinem Auto steht ein Ferrari. Er geht in sein Büro und lässt von seinen 1400 Angestellten den Mann ausrufen, dem der Ferrari gehört. Herr Müller meldet sich beim Chef. Chef, wie kannst du dir denn bei deinem Gehalt einen Ferrari leisten? Ja, ne, ich wette halt gern und da gewinne ich immer. Gut, dann schließen wir meine Wette ab. Okay, okay. Ich wette mit Ihnen um 100 Euro, dass Sie am Montag nur noch ein Ei haben. Das Wochenende vergeht und so fährt der Chef am Montag zur Arbeit und ruft Herrn Müller zu sich. Das war wohl nichts, Müller. Ich hab noch alle meine Eier.
Okay, das muss ich aber prüfen. Und er greift den Chef an die Eier. Diesmal hast du verloren, oder? Ja, bei Ihnen habe ich 100 Euro verloren. Aber mit den anderen 1.399 Angestellten habe ich gewettet, dass ich Ihnen heute an die Eier greife. Die Glühbirne. Ein Mann überlegt, wie er ein paar Tage Sonderurlaub bekommen kann. Am besten scheint es ihm, verrückt zu spielen, damit sein Chef ihn zur Erholung nach Hause schickt. Er hängt sich also im Büro an die Zimmerdecke. Da fragt ihn seine Kollegin, warum er das denn tut, und er erklärt es ihr. Wenige Minuten später kommt der Chef, sieht seinen Angestellten an der Decke hängen und fragt, warum hängen Sie denn an der Decke? Ich bin eine Glühbirne. Sie müssen ja verrückt sein. Gehen Sie mal für den Rest der Woche nach Hause und ruhen sich aus. Montag sehen wir dann mal weiter. Der Mann geht, die Kollegin aber auch. Auf des Chefs Frage, warum sie denn auch geht, sagt sie, na, im Dunkeln kann ich nicht arbeiten. Der Chef zum verspäteten Mitarbeiter, Sie kommen diese Woche schon zum vierten Mal zu spät. Was schließen Sie daraus? Tja, es ist Donnerstag. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, sagt der Direktor zum Angestellten. Zuerst die gute. Bis auf einen sind restlos alle Mitarbeiter von ihm begeistert. Nun die schlechte. Der eine bin ich. Meine Chefin hat mich beauftragt, ihr einen Flug nach Hamburg zu buchen. Hab ihr ein Wesen ins Büro gestellt. Suche einen neuen Job. Eine Firma bekommt einen neuen Chef, der für seine Härte bekannt ist. Er duldet keinen, der nicht 120% bei der Arbeit gibt und ist bekannt dafür, Arbeiter, die nicht alles geben, sofort zu feuern. Also wird er am ersten Tag durch die Büros geführt und der Chef sieht, wie ein Mann sich gegen die Wand im Flur lehnt. Alle Mitarbeiter können ihn sehen und der Chef denkt, hier hat er eine gute Gelegenheit, den Mitarbeitern zu zeigen, dass er Faulheit nicht dulden wird. Er geht zu dem Mann hin und fragt ganz laut, wie viel verdienen Sie in einer Woche? Ein bisschen überrascht antwortet der Mann, 300 Euro die Woche, wieso? Der Chef holt seine Geldbörse raus, gibt ihm 600 Euro und schreit ihn an mit den Worten, okay, hier ist dein Lohn für 2 Wochen. Nun hau ab und komm nie wieder hierher. Der Chef fühlt sich toll, dass er allen gezeigt hat, dass Faulheit nicht mehr geduldet wird und fragt die anderen Mitarbeiter, kann mir jemand sagen, was dieser faule Sack hier gemacht hat? Mit einem Lächeln im Gesicht sagt einer der Mitarbeiter, ja, der hat heute Pizza geliefert. Der neue Chef hat das Gefühl, dass seine Mitarbeiter ihn nicht genügend respektieren. Um allen klarzumachen, wer der Herr im Haus ist, hängt er ein Schild an seine Bürotür. Ich bin der Chef. Als er von der Mittagspause zurückkommt, hängt statt des Schildes ein Zettel an der Tür. Ihre Frau hat angerufen, sie will ihr Schild zurück. Eine Dame liegt im Krankenhaus und bekommt Besuch von einer Arbeitskollegin. Ängstlich fragt die Kranke, geht im Büro auch alles in Ordnung, wenn ich nicht da bin? Aber selbstverständlich, mach dir keine Sorgen. Erika kocht den Kaffee, Hanne strickt dein Pullover weiter, Kathi löst die Kreuzworträtsel und ich schlafe mit dem Chef. Ein Mitarbeiter sieht, dass sein Chef mit einem brandneuen Tesla 3 vorgefahren kommt. Als der Chef die Firma betritt, spricht der Mitarbeiter ihn an. Boah, das ist ein wunderschönes Auto. Der Chef lächelt ihn versöhnlich an, legt den Arm um die Schultern und spricht versöhnlich. Naja, wenn Sie stets fleißig sind, jede Arbeit machen und auch noch einige Überstunden, dann kann ich mir nächstes Jahr noch einen leisten. Eigentlich schade, Sie zu verlieren. Sie waren wie ein Sohn für mich. Frech, unhöflich und undankbar. Ja, und damit sind wir schon am Ende angelangt von 30 Witzen mit dem Thema Arbeit. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen lustig. Und ja, wenn euch das Format gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen hoch oder schreibt einen netten Kommentar. Dann weiß ich das und dann können wir ja ein paar neue Witze raussuchen und so eine kleine 30er-Liste machen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, sage, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.